Völlig egal, er ist ja heute auch nicht hier leider. Und deswegen, was soll ich da jetzt noch groß zu sagen, wenn er nicht hier ist, kann man uns leider kein Wortgefecht liefern. Aber wie der Kampf ausgeht, wissen wir alle. Er meint, er schlägt mich in der 12. Runde K.O. Da habe ich mich auch ganz Zeit gefragt beim Training, warum 12. Runde, warum nicht früher? Weil bevor ich falle, falle ich auf und das weiß jeder. Gut, aber du wirst dich natürlich mit ihm befasst haben. Du hast natürlich wie dein Trainer alles darauf ausgerichtet, euch im Sparring auf diesen Gegner vorzubereiten. Aus deiner Sicht, dessen Stärken, also was macht ein Sinan Gashi aus? Warum wird er so gehypt oder warum hat er diesen Optimismus, auf jeden Fall auf den K.O. zu gehen? Es ist ein Albaner und in Albanien wird jeder Boxer gehypt. Das ist ein bisschen anders wie in Deutschland, leider, muss ich sagen. Und ihn macht aus die Schnelligkeit, die Härte, weil ich habe schon mal gegen ihn Sparring gemacht. Und war ein schönes Sparring damals, aber es war wie gesagt damals und es ist nicht in der heutigen Zeit, wo ich mich entwickelt habe, wo ich mit Dirk die Technik mehr als 100% verbessert habe und mein Körper auch verbessert habe, meine Stabilität, und das kann man nicht mit damals vergleichen, und damals habe ich ihn auch ausgeboxt und das ist eigentlich auch der Plan, ihn auszuboxen. Gut, also zu Sinan Gashi, der ist deutscher Staatsbürger, deshalb geht es auch um die deutsche Meisterschaft, ist in Zweibrücken aufgewachsen, lebt jetzt in Marbella und hat in Thailand trainiert, also die Welt ist polyglott. Dirk, was sagst du denn neben dem, wie Tom das eigentlich schon fein analysiert hat, zu Sinan Gashi und vor allen Dingen, wie hat sich Tom da speziell darauf vorbereiten müssen können? Hallo und ja, erstmal schade, dass er natürlich nicht da ist. Ich war bei der ersten Pressekonferenz nicht da, jetzt ist er heute nicht da. Ich hätte ihn auch gerne mal gesehen, dann mal so in die Augen geschaut. Und ja, wie gesagt, Tom ist sehr gut vorbereitet. Wir haben einen guten Plan, denke ich, für Sinan, der ein sehr explosiver Junge ist, der immer 100% gibt, so wie er auch in seiner K.O.-Quote. Aber da waren natürlich nicht die Gegner dabei, so wie Tom Schwarz. Ja, und ich denke, das wird wahrscheinlich auch für Sinan das Problem sein und auch werden, dass natürlich mit Tom ihm endlich mal ein Gegner gegenübersteht, der ihm auch boxerisch und von der Kraft her Paroli bieten kann. Und dann schauen wir mal, ob er auch die Qualität hat, bis in die 12. Runde zu kommen, die er ankündigt, wo er dann Tom weghauen will. Und wenn er dann bis dahin gekommen ist, dann sage ich dann auch großen Respekt an ihn. Gut,